Hallo miteinander, liebe Leute. Es gibt so ein Thema, das mich gerade immer wieder umtreibt und immer wieder von anderen Seiten anpackt und wo ich zugegebenerweise auch noch nicht richtig durch bin, wo ich immer wieder aber merke, das ist ein Thema, mit dem man sich vielschichtig auseinandersetzen muss, nämlich Nationalstaaten, Nationalitäten, Nationalismen, also alles, was zurzeit in Europa doch sehr aktuell ist und auch dieser Tage in den verschiedensten Medien behandelt wird. Je nach Seite und je nach politischer Richtung begrüßt man das oder befürchtet eben, dass in verschiedensten Staaten das Nationale, das Neuerwachen des Nationalen, die maßgebende für die nächst erwartbare Zukunft die maßgebende staatliche Größe werden wird. Nationalstaat. Beispielhaft Front National in Frankreich und, so wie wir lesen, ein sehr starker nationaler Input. Ich sag's mal vorerst, ohne irgendeine Bewertung in Polen oder auch in der Ukraine und in etlichen anderen Staaten Europas. Wir sehen schon eine Marschbewegung, eine Bewegungsrichtung in Richtung des Nationalen, der kleinen Staatsambitionen, also zum Beispiel auch in Katalonien, die wollen nicht mehr zu Spanien gehören, im letzten Jahr in Schottland, eigenständige, auf Separatismus bedachte Bewegungen. Das ist so zurzeit ein sehr starkes Signum von Europa. Die Frage, die sich mir stellt, ist die, ob wir mit der Richtungsgebung auf dem richtigen Weg sind. Nicht, ob das nur sinnvoll ist. Sinnvoll mag das von der einen oder von der anderen Seite erscheinen. Das ist nicht so meine Kernsorge in dem Ganzen. Meine Kernsorge ist die, ob wir damit zeitgemäß sind. Ich möchte das Zeitgemäße etwas näher umschreiben, dahingehend, dass ich denke, dass etwas in der Tiefe der Zeit veranlagt ist. Dass etwas irgendwo hin will, eine Grundtendenz durch die Zeit strömt. Und die Grundtendenz, die durch diese Zeit strömt, ist nach meinem Empfinden die der Vereinigung, der Menschenassoziationen, der Menschenbegegnungen auf neuem Level, der Menschengemeinschaften bis hin zu einer Globalgemeinschaft. Das ist das, was in der Tiefe der Zeit strömt. Und natürlich, wenn Menschenkreise etwas solches erfassen, was in der Zeit strömt, dann können sie das natürlich für ihre Zwecke nutzen. Und das nutzen alle diejenigen, die im Namen der neuen Weltordnung unterwegs sind. Zum Thema Neue Weltordnung, NWO, New World Order. Einige an dieser Stelle leider unumgängliche Anmerkungen. Ganz schade und gefährlich finde ich, dass, wenn man von einer Welt spricht, sofort von vielen Menschen als Propagandist der neuen Weltordnung betitelt wird oder verdächtigt wird. Ist mir schon einige Male passiert. Und ich halte aber die neue Menschengemeinschaft für das untergründig strömende Signum unserer Zeit. Da will die Zeit, da will das, was in der Welt werden soll, eigentlich hin. Und vor diesem Hintergrund oder Untergrund, der ja in der Zeit und im Werden der Menschen und der Menschengemeinschaften und der Menschheit nach meinem Empfinden angelegt ist, liegt mir sehr viel daran, das klarzustellen, dass nicht jeder Mensch, der für die eine Welt spricht, gleich als der Argumentation im Rahmen der neuen Weltordnung verdächtigt wird. Und wenn ich das mal adaptieren darf mit der neuen Weltordnung, dann würde ich an die NWO noch ein S hinzufügen und dann würde ich sagen New World
open spirit. Das ist die Ergänzung. Oder das ist die Umformung. New World Open Spirit. Nicht New World Order, sondern New World Open Spirit. Nach diesem kleinen Einschub zur New World Order, die nach meinem Empfinden ein globaler Verrat ist an den eigentlichen Aufgabensetzungen der Menschen und der Menschheit, nun wieder zurück zu Europa und seiner umkämpften Zukunft und Entwicklung. In Europa ist die Situation dermaßen dramatisch aufgeschaukelt, dass die Attraktivität von Nationalismen dadurch enorm befördert wird, dass Europa buchstäblich verraten und verkauft worden ist und weiter verkauft wird. Die aktuellen Entscheidungen, namentlich der SPD, dem TTIP-Projekt zuzustimmen, ist nur ein weiterer Stein im Neubau von Nationalismen. Das ist zwar von den TTIP-Befürwortern nicht gemeint. Wahrscheinlich ist das absolute Gegenteil gemeint. Aber das wird die Folge sein. Bausteine für neue Nationalismen. Wir haben das absolute Gegenteil von dem, was eigentlich aus den Unterströmen der Zeit hätte entwickelt werden müssen, nämlich eine europäische Gemeinschaft, eine europäische Assoziationsebene neuer Vernetzungen, neuer Interessengemeinschaften, neuer Lebensgemeinschaftsoptionen in nationenübergreifenden Gesellschaftsvernetzungen. Das absolute und das radikale Gegenteil ist der Fall. Europa ist, wie gesagt, verraten und verkauft und wird mit TTIP nochmal mehr verraten und vor allen Dingen nochmal mehr verkauft. Und Europa ist zu einem Abklatsch des amerikanischen Elitenprojektes degradiert worden. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind aufs Kürzel geschlagen, nicht die Vereinigten, sondern die Vereinnahmten Staaten. Da hat sich eine Riege aus Machtstrukturen des großen Geldes mit dem industriell-militärischen Komplex, und ich sage absichtlich nicht militärisch-industriell, sondern industriell-militärisch, mit dem industriell-militärischen Komplex vernetzt und ist innerhalb von wenigen Jahrzehnten bis in die absolute Vormacht der Vereinigten Staaten durchmarschiert. Und dasselbe Modell soll auf Europa übertragen werden. Die vereinnahmten Staaten von Europa. Da schreibt man zwar auch außen drauf die Vereinigten Staaten von Europa, aber gemeint sind im innersten Kern die vereinnahmten Staaten von Europa. Die Frage ist nun, geht das Modell, das in Amerika funktioniert hat? Denn wir sehen heute, es hat funktioniert. Amerika ist weitgehend vereinnahmt. Die Frage ist nun, kann das in Europa funktionieren? Und es sieht so aus, als wenn es nicht funktionieren würde. Und das Nicht-Funktionieren zeigt sich eben in dem Wiederaufbrechen von Nationalstaaten. Ambitionen. Der Rückschlag tritt damit schon auf den Plan. Denn Europa ist historisch ganz anders gesetzt, ganz anders grundiert, ganz anders fundiert als Amerika. Und das, was in Amerika geht, geht eben in Europa nicht. Und es wird zu einem europäischen Verhängnis werden, wenn Europa daran scheitert, weil Europa vollkommen falsch aufgebaut, vollkommen falsch aufgezäumt worden ist, nämlich nur als ökonomisch großausbeuterisches Eliteprojekt. Das geht nicht auf.
Und wir stehen vor einer Entwicklung, die, wenn Europa in die falsche Richtung läuft, und für mich sind Rückfälle ins Nationalstaatliche die falsche Richtung. Wenn das dahin geht, dann sind auch neue Konflikte und innereuropäische Kriege, die wir schon längst als überwunden geglaubt haben, nicht auszuschließen. Von daher kann man nur appellieren an alle, die vielleicht noch mit einem Rechtsfunken von Verstand in Europa unterwegs sind, sich Gedanken darüber zu machen, wie man aus dieser Konfiguration von Europa herauskommt, der vereinnahmten Staaten von Europa, und wirklich zu dem kommt, was man den Menschen versprochen hat, nämlich ein assoziatives und auf Ausbau der Freiheitsmöglichkeiten der Bevölkerung ausgerichtetes Europa, das den Austausch und den Aufbau der Fähigkeiten der Menschen untereinander forciert. Und weil eben genau das nicht gemacht wird, weil das nicht gestaltet wird, daher erleben wir gerade, dass der Rückgriff auf das Nationale sehr attraktiv wird. Das soll man auf keinen Fall unterschätzen. Das ist sehr naheliegend. Es ist geistig attraktiv. Da steckt schon ein ziemlicher geistiger Attraktor dahinter. Wir kommen in der einen Richtung nicht voran, also gehen wir dahin zurück, wo die gesicherten Gefilde sind, wo wir uns auskennen. Und das sind eben die Nationalgefüge. Nur ich habe den Eindruck, da gehen wir wirklich zurück. Und zurück ist nie der richtige Weg, ist nie die richtige Richtung. Und es gilt eben heute zu erkennen, dass wir heute zu neuen gesellschaftlichen Konstrukten uns vorarbeiten müssen und die eben anders organisiert und anders grundstrukturiert sein müssen als das, was heute in der EU eben so als Großgeburt des politischen Elends sich zeigt. Nämlich die plumpe Überstülpung eines sich schon als sehr bedenklich erwiesenen Nationalstaatsprinzips in ein supranationales Format. Es tritt das überholte Staatlichkeitsprinzip noch einmal in der eigenen Überhöhung, nämlich als zusammengefasster Großstaat Europas auf den Plan. Und jetzt soll nach der einen Währung noch die eine Armee kommen und alles unter ein Dach. Nur das Haus ist schlecht gebaut und da hilft auch dann das Dach nicht mehr. Und wir müssten eigentlich mit allen Kräften schauen, dass wir Europa retten in der Grundideensetzung, indem wir freie Assoziationsebenen der Menschen und Menschengruppen untereinander ermöglichen, bis ins Ökonomische. Aber kein zentral konfiguriertes ökonomisches Korsett, das alle europäischen Staaten unter denselben und identischen Hauptnenner verbringt und knechtet. Denn das sehen wir gerade. Und das ist auch durchaus Absicht, und man kann, und das sagen ja einige und nach meinem Empfinden mit Fug und Recht, auf Griechenland hinweisen als ein Modell, das durchaus Signalwirkungen haben soll in andere europäische Staaten hinein, dass man sich eben an einige zentral aus Brüssel vorgegebene Vorgaben zu halten hat. Und dass man unter ein Zentraldiktat Europas gestellt ist.
man möge sich dahingehend die Interviews mit Giannis Varoufakis anhören, namentlich das von Dirk Pohlmann für Ken FM. Hochinteressant, mal in die europäischen Innerlichkeiten, in die inneren, in die innersten Machtsetzungen dieses Staatenkonglomerates hineinzuschauen. Mit den in Europa buchstäblich herrschenden Staatsideen, die eben ihr Hauptfundament, ihre zentrale Idee in der europäischen ökonomischen Klammer hat. Mit dieser Staatsidee kommen wir nicht durch. Das genügt nicht. Und da muss man auch ganz klar sagen, dieses ewige Merkel-Wort, scheitert der Euro, dann scheitert Europa, ist eine solche Abdankung an jede wirklich zukunftsfähige Gemeinschaftsidee. Denn es müsste doch zumindest heißen, scheitert die Menschlichkeit, scheitert die Freiheitsdimension in Europa, dann scheitert Europa. Aber nicht scheitert der Euro. Wer die ökonomische Klammer zur umfassendsten Zukunftskonstitutive Europas gemacht hat und jetzt noch über die eigene Währung in die eigene Armee und das vereinte Europa und die Vereinigten Staaten von Europa und alles, was da sehr wortreich bewegt wird, wer das nicht wirklich fundamentiert im Menschlichen, im Zwischenmenschlichen, und das Zwischenmenschliche übergeordnet veranlagt als das Zwischenstaatliche, der hat die Notwendigkeiten und buchstäblich die Notwendigkeiten der Zeit, in der er lebt, nicht verstanden. Und solange wir dieses grundlegende Missverständnis als allgemein verbindend deklarieren, mit solchen Floskeln, wenn der Euro scheitert, dann scheitert Europa. Solange haben wir beste Chancen, auf dem Irrweg weiterzugehen und auf diesem Irrweg zu scheitern und uns in finstersten Neunationalbewegungen wiederzufinden. Daher ist es so absolut notwendig, dass die Menschen von Europa der europäischen Idee eine neue und eine vollkommen anders gesetzte Substanz geben, als das, was als europäische Idee und bis in die Dimension von verraten und verkauft geltend gemacht hat. Und man kann nur hoffen, dass in Europa die Kräfte auch vorhanden sind, dem konstruktiv und konstitutiv noch etwas entgegenzusetzen. Und dieses konstruktive und konstitutive Element liegt eben nach meiner Meinung nicht im Rückschritt ins Nationale, sondern ganz im Gegenteil. Wir sollten uns darum kümmern, wir sollten uns bemühen, wie wir, mit welchen Methodiken, mit welchen Übereinkünften wir aus der engen Nationalität in eine europäische, freilassende, assoziative und uns gegenseitig in die Befähigung bringende Übernationalität kommen. Der Hang und die Attraktivität, es im Bewerten zu versuchen, in den Grenzen, in den völkischen Belangen, sich nochmal einzuhegen und dort seine Zukunft zu suchen, das erscheint mir nicht nur verfehlt gegenüber dem Untergrundstrom des Lebens selbst, sondern auch verfehlt gegenüber den Rückwirkungen, die ein neuer Selbstbegriff des Menschen im Nationalen mit sich bringen wird. Es mag für viele Menschen attraktiv sein, und das sieht so aus, bis in die
sogenannten identitären Bewegungen, seine Identität als Mensch wieder im Nationalen verankern zu wollen. Die geistige Attraktivität in dieser Richtung ist mit Sicherheit vorhanden. Die Frage ist nur, ob wir damit dem Zeitimpuls gerecht werden. Und ich möchte den Zeitimpuls, also das, was in der Tiefe der Zeit eben im Falle des Falls rumort und in eine Gegenbewegung eintritt, zumindest als große Unbekannte ins Blickfeld einbezogen wissen. Was kann daraus werden, wenn sich Europa wieder in nationale Belange zersplittert? Das möge sich jeder fragen und auch unliebsame Varianten in die Betrachtung mit einbeziehen. Man sollte also sehr aufpassen, dass man nicht einer absoluten Fehlentwicklung, und das ist die Europäische Union in der derzeitigen Gestalt auf jeden Fall, aber dass man einer Fehlentwicklung nicht noch mit einer zweiten Fehlentwicklung zu antworten versucht. Das wäre der Rückfall in plumpe Nationalitäten. Die Nationen, die nationalen Vereinigungsstrukturen der Menschen mögen ihr Zeitfenster gehabt haben, in dem sie berechtigt waren. In der heutigen Zeit darf man sie womit Fug und Recht als im Prinzip und wie ich schon öfters angeführt habe, durch die Grundströmung der Zeit aufgehoben ansehen. Und es würde uns allen nicht gut tun, das Unzeitgemäße noch einmal in den Zeitenlauf einhebeln zu wollen. Daher an dieser Stelle absolute Vorsicht. Das hatte mit Sicherheit alles seine Bedeutung. Man könnte sagen, sein evolutives Zeitfenster. Das gab alles mal seine Berechtigung. Aber auch dort muss man damit rechnen, dass das Gute der Vergangenheit wird es in die Gegenwart oder gar in die Zukunft hinein transportiert, sich als Übel erweist. Das Gute von gestern, das Übel von heute. Mit solchen Geschichtsschritten muss man ganz einfach rechnen. Und über die Chancen und die Möglichkeiten dessen, was eigentlich unsere Aufgabe miteinander wäre und das durchaus auch als Tatsachenoption im Raum steht, wirklich Tatsachen zu tun hat, davon möchte ich schwerpunktmäßig noch in einem zweiten Teil weitersprechen. Bis hierher also, schönen Dank fürs Zuhören und gute Zeit und bis bald einmal.